Hey, kennst du das? Kennst du das, wenn so immer wieder alte Muster auftauchen? Vielleicht hast du es sogar schon angefangen, dir anzugucken und hast festgestellt, dass du das hast. Eine zweite Cousine hat es auch, vielleicht auch hier irgendwo, vielleicht deine Schwester auch nochmal. Oder du entdeckst irgendwie, dass deine Oma eine gewisse Sache gemacht hat oder einen gewissen Schicksalsschlag erlebt hat, den deine Mutter oder dein Vater auch erlebt haben und der bei dir auch nochmal passiert. Denn in solchen Fällen sprechen wir einfach von Ahnenmustern, die einfach in unserem System drinstecken, wo wir einfach ja mit übernommen haben. Und um das durchbrechen zu können, geht es darum, für uns es in die Heilung zu bringen, dass wir selber das Ganze in die Heilung bringen und transformieren. Das Spannende ist, oder beziehungsweise das, was da oft übersehen wird, und das wirst du vielleicht auch in dem Video heute Morgen von mir schon gehört haben, ist, dass wir manchmal eben dabei vergessen, dass es eben nicht nur darum geht, die negativen Sachen oder diese karmischen Verstrickungen aufzulösen, sondern eigentlich geht es darum, das Ganze in einen Fluss zu bringen, damit wir unsere Ahnenessenz auch spüren. Weil diese Ahnenenergie, die dahinter steckt, die uns stärkt, die uns kräftigt, ja, unseren Rücken stärkt, weil unsere Ahnen da sind, um uns zu unterstützen, wenn wir das für uns aktivieren und für uns selbst einfach mehr Kraft finden, dann passiert genau das, dass wir mehr Selbstbewusstsein finden, mehr Klarheit auch haben über wer wir sind, ja. Und das sind so Punkte, die ich alle zusammengesammelt habe für dich speziell im Kurs Ahnenmagie. Wir fangen am 9.9. geht es los. Du kannst dich diese Woche anmelden, bis spätestens Freitag um Mitternacht wirst du dich anmelden können. Ahnenmagie ist was ganz, ganz Besonderes. Also ich habe da wirklich die wichtigsten Punkte zusammengetragen, die auch mich damals unterstützt haben, in meine Kraft zu kommen, beziehungsweise wie ich meine Ahnenessenz dazu genutzt habe, wirklich gewisse Dinge freizuschaufeln, Klarheit zu bekommen über mich selbst, wer ich selber bin als Person. Ja, es gab ganz, ganz viele Dinge, wo ich unklar war, wo ich mich selbst verurteilt habe, wo ich mir immer dachte, ich renne hier voll orientierungslos hin und her und weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich will oder wohin ich will oder was ich eigentlich machen sollte. Und durch diese besondere Ahnenarbeit, die ich dir zeigen möchte in der Ahnenmagie, ja, habe ich diese Kraft und diese Klarheit für mich entdeckt und finden können und möchte sie dir weitergeben. Deswegen, wenn du Lust hast, den Link findest du in meinem Profil. Ich freue mich drauf, wenn du dabei bist. Am 9.9. geht es los. Ein dreiwöchiger Online-Kurs zum Thema Ahnen. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.